Ja, bereits am Donnerstag soll es diesbezüglich einen Wirtschaftsgipfel geben unter der Federführung von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Und da sollen dann mehrere Bereiche hier ihre Anliegen für eine möglichst baldige Öffnung bekannt geben. Unter anderem natürlich die Gastronomie, aber auch die Hotellerie, auch die Unterhaltungsbranche ist hier dabei. Und Vertreter all dieser Branchen werden dann ihre Sicherheitskonzepte auf den Tisch legen. In Italien gibt es ja schon ein Zonenkonzept, das heißt, von Region zu Region unterschiedlich nach den aktuellen Fallzahlen kann auch geöffnet werden. Dort kann man die Pizza, Pasta oder sonstige Köstlichkeiten ganz normal wieder in der Trattoria, im Wirtshaus oder sonst in einer Einrichtung konsumieren. Allerdings muss man hier immer wieder auch Bedacht nehmen, wie gesagt, auf die aktuelle Entwicklung. Die Wirtschaft, die ist jedenfalls gerüstet. Es gibt hier Präventionskonzepte. Man möchte zudem auch testen, testen, testen. Harald Mara spricht sogar davon, dass man hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnte, nämlich noch mehr Leute hier findet, die vielleicht positiv sind, es gar nicht wissen und aufgrund eines Tests hier sozusagen auch weitere Fälle hier bekannt werden, was natürlich gut ist, weil all diese Menschen sonst unentdeckt bleiben würden. Ob es tatsächlich der Fall ist, das wissen wir dann ab 1. März, dann soll es im Bundeskanzleramt ein großes Treffen nochmals geben, da werden dann wirklich alle Konzepte auf den Tisch gelegt, auf den Wirtshaustisch natürlich gelegt. Und wir hoffen natürlich, dass es ähnlich wie hier auf der Maria-Hilfer-Straße, wo die Geschäfte seit einigen Tagen wieder geöffnet haben, vielleicht auch die Gasthäuser und auch die Kultureinrichtungen, die Theater, die Kinos etc. aufmachen können, aufmachen werden. Wir haben ja hier diesbezüglich sehr gute Erfahrungen gemacht bereits im Sommer. Ob das tatsächlich der Fall ist, die Zukunft und die Corona-Zahlen, die werden es zeigen.